Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, mein Name ist Carmen Herzog, ich bin Vorstandsreferentin in diesem Haus und begrüße Sie auch im Namen des Vorstands und der Leitung des Referats Europa Nordamerika hier in unseren Räumen. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind wir in Mitteleuropa zunehmend mit einer Situation konfrontiert, die uns Anlass zur Sorge gibt. Wir beobachten Beschneidungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen, verfolgen den Streit über die Ausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik und stellen fest, es gibt offensichtlich grundsätzliche Differenzen über politische Gesellschaftsbilder und Regierungssysteme zwischen einzelnen Ländern Europas. In der heutigen Veranstaltung wollen wir nicht unbedingt in die Vergangenheit schauen oder die gegenwärtige Situation analysieren. Vielmehr sind für die heutige Veranstaltung die Vergangenheit und die Gegenwart Hilfsmittel, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mit der Diskussion der Studie Central European Futures, 5 Scenarios for 2025 fragen wir, wohin steuert Mitteleuropa? Und wir fragen uns gleichzeitig, wie gut sind wir auf unterschiedliche Szenarien mit Blick auf die Entwicklung der Visegrad-Region vorbereitet? Damit reiht sich diese Veranstaltung in unsere intensive Befassung zu den Themen Demokratiedefizite und Entwicklung in den Visegrad-Staaten ein. Den heutigen Abend aber bestreitet die Heinrich-Böll-Stiftung nicht allein. Dieser Abend ist eine Kooperation mit langjährigen Partnerinnen, unter anderem dem German Marshall Fund, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und Visegrad Insight, bei denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanken möchte. Ich danke aber auch ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen des Referats Europa Nordamerika für die Organisation des heutigen Abends, insbesondere Eva Petea, die mir noch einen Auftrag erteilte, den ich hiermit ausführe. Und zwar weise ich Sie auf die auf Ihrem Platz liegenden Fragebögen hin, wir bitten darum, dass Sie diese ausfüllen nach der Veranstaltung, damit wir auch in Zukunft interessante und nach Ihren Interessen geleitete Veranstaltungen konzipieren können. Und nun möchte ich an den Moderator des Abends, an Dr. Volker Weichsel, übergeben. Volker Weichsel studierte Politikwissenschaft und Slawistik in Mannheim und Kiew, promovierte zum Thema nationalpolitische Tradition und europapolitische Konzepte in der Tschechischen Republik und ist Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Osteuropa. Alles in allem also ein ausgewiesener Experte für die Region Osteuropa. Los geht's. Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wir sind im Jahr 30 nach 89. 1989, das große Versprechen der Freiheit, das Jahr, das Wunderjahr Annus Mirabilis. Nach 40 Jahren eisernem Vorhang öffnet sich Europa dank der ostmitteleuropäischen Gesellschaften. Dank der polnischen Gesellschaft, die mit ihrer Solidarność-Bewegung zurück nach Europa wollte, als selbstständige demokratischer Nationalstaat Teil der europäischen Völkergemeinschaft werden wollte, dank Dissidenten in Tschechien, in der Slowakei, dank eines Ungarn, das schon seit den frühen 80er Jahren versucht hat, einen ganz anderen Weg zu gehen. Und jetzt dies. 30 Jahre später, in Ungarn bereits seit 10 Jahren, in Polen seit einigen Jahren, eine Gegenbewegung, die all das in Frage stellt, was diese Gesellschaften für 10, 15 Jahre verfolgt haben, was sie in Verträgen unterschrieben haben, in Konventionen unterzeichnet haben, was in der Charta von Paris 1990 vereinbart war, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, das, was in den Verträgen von Kopenhagen im EU-Beitrittsvertrag stand, all das soll nicht mehr gelten. Eine große Bewegung der Unzufriedenheit, die aber nicht nur Ostmitteleuropa betrifft, sondern ganz Europa, vielleicht sogar die ganze Welt. Wir erleben eine Zeit des Umbruchs. Ich muss nicht von den USA reden, von Brasilien, von Russland ohnehin. Aber wir konzentrieren uns heute Abend auf diese vier Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, und fragen uns natürlich,
in der Vorstellung dieser Szenarien, die erstellt wurden, nach der Zukunft, wollen aber auch nochmal den Schritt zurückgehen, um für all diejenigen, die sich nicht täglich mit den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in der Region beschäftigen, zu der Bestandsaufnahme kommen. Wie ist die Lage der Justiz, ihre Unabhängigkeit, die Lage der Medien, die Lage der Opposition und welche Ideen verfolgen eigentlich die politischen Kräfte, die heute an der Macht sind und ihre Gegner für die nähere Zukunft? Was sind deren Visionen? Welches der Szenarien wäre eines, mit denen sich in Polen die herrschende Partei Recht und Gerechtigkeit, in Ungarn der Fidesz, in der Tschechischen Republik die Gruppierung um den Ministerpräsidenten Babiš oder der Präsident Zeman und auch in der Slowakei die führenden politischen Kräfte eigentlich vorstellen können? Dazu diskutieren wir und hören die Vorstellungen des Reports, des Berichts. Vorstellen werden diejenigen, die ihn erstellt haben, nämlich hier zu meiner Rechten Wojciech Przybylski, der lange Jahre Chefredakteur der Zeitschrift Respublika Nowa in Warschau gewesen war und jetzt der Präsident, Präses, wie es auf Polnisch heißt, der Stiftung Respublika ist, die unter anderem diese Zeitschrift Respublika Nowa und die englischsprachige Zeitschrift, die sich mit dem gesamten Raum beschäftigt, Visegrad Insights, herausgibt. Und im Rahmen dieser Zeitschrift Visegrad Insights sind auch die Szenarien dann erschienen. Vorstellen wird er es gemeinsam mit dem Projektpartner, nämlich dem German Marshall Fund, und zwar konkret mit Jörg Vorbrick, der dort Programmdirektor ist mit dem Schwerpunkt Osteuropa. So beginnen wir und dann kommen auch die Damen ins Spiel. Diese Sitzordnung habe nicht ich gemacht und sie soll auch nichts aussagen. Zum einen Edith Zgut, die auch, aber nicht nur über Ungarn sprechen wird. Sie war dort am Political Capital Institute und ist seit 2 Jahren, wenn ich recht informiert bin, nach Warschau gegangen, um von dort aus weiter Ungarn zu beobachten, aber auch die anderen ostmitteleuropäischen Staaten, ist an die Polnische Akademie der Wissenschaften angebunden und lehrt an der Warschauer Universität. Und zuletzt, Sie kennen sie vielleicht im grünen Kontext, Franziska Brandner, die momentan europapolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag ist und zugleich Obfrau im Europaausschuss. Wir beginnen mit der Präsentation. Wojciech oder Jörg, ihr habt das Wort. Thank you very much, Volker. It's a great. Vielen Dank, Volker. Es ist für mich eine große Freude, in der Stiftung zu sein und hier so viel Publikum zu sehen. Und es ist auch eine Freude, so gute Partner zu haben, die das Ganze hier mitorganisiert haben. Osteuropa, die Gesellschaft dahinter, die wurden stets betrachtet als ein gutes Beispiel für diejenigen, die das Verständnis vorantreiben in diesem Bereich. Und auch wir bemühen uns darum, mehr Verständnis zu besorgen für dieses Thema Mitteleuropa. Visegrad Insight, uns gemeinsam mit Osteuropa, mit dem Sachverstand von Jörgs. Es hat bereits vielen Diplomaten gedient und Wissenschaftlern. Stimmt schon seit mehr als einem Jahr, würde ich sagen, bereits seit mehreren Jahren, würde ich sagen. Es war stets eine Ressource, um Informationen zu bekommen, was eigentlich passiert in Mitteleuropa. Es gibt dieses hauptsächliche Narrativ über Mitteleuropa, Ungarn, Polen, die gehen in diese und jene Richtung, werden gemeinsam in einen Korb gesteckt. Und dann gibt es immer noch eine Überraschung aufgrund der verschiedenen Aktivitäten, die verschiedenen außenpolitischen Orientierungen und stets immer wieder gibt es einerseits diese Anstrengung, dass jemand sich bemüht, das Ganze zu erklären. Wir wollen das einfacher machen. Wir wollen eine Struktur vorgeben der Beantwortung der Fragen. Nicht nur eine Struktur, gleich mehrere Strukturen. 5 Szenarien haben wir diesbezüglich entwickelt. Wohin bewegt sich diese Region?
Jörg hatte folgende Idee vorgebracht, dass es strukturierte Workshops geben sollten, die zu Szenarien führen. Das ist so eine Übung. Meist geschieht das, wenn man strategisch nachdenkt für in der Geschäftswelt, in Unternehmen. Dann wird jemand eingeladen und man diskutiert über Herausforderungen, über Tendenzen, was geschieht jeweils in dem Unternehmen, in der Organisation. Und dann werden allgemeine Fragen vorgelegt, was sollte wohl die Strategie sein, Organisationen in Bezug auf die Zukunft. Denn die Zukunft, die ist immer von Ungewissheit geprägt. Wir haben diese Technik nun auch verwendet. Für Verbände, die keine Organisation sind, und haben 4 Länder uns dabei herausgegriffen, der Visegrad-Gruppe. Und zwar 4 unabhängige Einigkeiten haben wir uns herausgegriffen. Das ist so eine Art Club innerhalb der EU und sie bemühen sich, ihre Politik zu koordinieren in Bezug auf Europa, aber nicht nur in Bezug auf Europa. Und wir haben dann auch noch eine andere Gruppe von Leuten aufgefordert, die nicht unbedingt zusammenarbeiten. Sie waren Mitglieder von Think Tanks, also Anführer des Digitalzeitalters, und haben auch dort die Erkenntnisse zusammengetragen, mehrere Jahre lang, Wissenschaftler, Akademiker und so weiter. Die gehörten an jeweils verschiedenen Ideologien und die sollten sich mit denselben Fragen befassen, so wie das eben üblich ist in solchen Übungen. Und wir haben sie alle eingeladen und sie haben die Einladung größtenteils angenommen, denn alle haben dieselben Ungewissheiten gesehen, dieselben Herausforderungen, all diese Diskussionen in Bezug auf die Zukunft und die Ungewissheiten, die man dort eben feststellt. Also wir stellen das global fest. Das sind Fragen, die werden überall auf der Welt diskutiert. Und dann gibt es welche, die vor allem halt eben bei uns in der Region eine Rolle spielen. Also es gibt dort eine Gruppe von Leuten, also dass sie dort eine Referenz zu haben. Auch in der Veröffentlichung können Sie das sehen. Da auf der letzten Seite können Sie das lesen, mit wem wir zusammenarbeiten. Es gab dort einige, die wollten nicht sagen, was genau ihre Zugehörigkeit ist. Sie arbeiten in Institutionen, die darf man nicht unbedingt bekannt machen. Und ich denke, es gibt dort eine große verschiedenartige Gruppe. Das muss man auch noch betonen dabei. Es ist sozusagen die neue Generation von Leuten, die sich einbringen in Projekten und die auch Einfluss ausüben. Und die Behauptungen, mit denen wir zuerst gearbeitet haben, das sind die folgenden. Wenn man an Mitteleuropa denkt, wenn man sich da zurückerinnert, die letzten 30 Jahre, da ist man aufgesprungen auf einen Zug, der bereits in Bewegung war, bereits schon seit den 80er Jahren. Das war der Zug, der ging hin zum liberalen Fortschritt. Es ging mehr oder minder immer in dieselbe Richtung und das Endziel würde dann sein, die Institutionen, die dort sind, in der liberalen Demokratie. Und da gibt es eine Überzeugung dabei, es gibt nur diesen einen Weg. Und den Fortschritt, den wir erzielt haben, war enorm in Bezug auf eben das, diese Mitteleuropa-Länder, wo die sich halt befunden haben vor 99 und was dann erreicht worden ist. Das sind Errungenschaften, die hat es vorher nicht gegeben, haben sich eingeordnet in einer liberalen Weltordnung und da sind sich alle einig in Bezug darauf. Und wir leben zudem dennoch in Zeiten, also es gibt dort diesen Zug des Liberalen, der hat letztlich verschiedene mögliche Strecken vor sich und jeder hat dann festgestellt, die Fragen, die aufgehen im Zusammenhang mit einem liberalen Projekt, das kommt von der liberalen Rechten, da kommen die ganzen Herausforderungen her und dann diese Zukunft der liberalen Versprechen und ganz gewiss, das ist noch nicht das Ende der Geschichte und Illiberalismus wird als Nebenprodukt dieser Diskussion sicherlich entstehen. Und es gibt eine Herausforderung für das europäische Projekt. Man sieht das klar überall. Es hat bisher nur in Mitteleuropa begonnen. Man sieht es überall in Europa und auch außerhalb. Die Nationalisten wollen Europa angreifen, um versuchen, die Existenz dieses multinationalen Projekts in Frage stellen. Was geschieht damit? Welche Bedeutung hat das für Mitteleuropa?
wie es scheint, hat es da etwas auf sich. Und dann auch für das Wirtschaftsmodell gibt es eine Herausforderung. Überall gibt es all diese neuen Dinge, künstliche Intelligenz, Roboter. Es gibt große Disparitäten, Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt es. Und es gibt auch Fragen, die haben zu tun mit dem demografischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt. Und darauf kann man verschiedenartig antworten. Eine Antwort, die es gibt in Mitteleuropa, was man auch sieht bei den Parlamentswahlen in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei oder was waren so die Hauptbotschaften? Sehr häufig war es da, was man zu hören bekam, diese Frage. Höheres Profit, der Blick in die Zukunft. Also da gibt es immer das Streben danach, möglichst geringe Arbeitskosten zu haben, das auszunutzen. Aber man muss erreichen, dass die Leute besser bezahlt werden. Und dann, gut, Effizienz, zum Teil erreicht man eine Verbesserung. Und es gibt die Produktionslinien und die Ergebnisse, die erzielt werden. Normalerweise sollte das in Deutschland sein. Gut, aber die Endprodukte werden dann wiederum vertrieben durch deutsche Unternehmen. Aber der Mehrwert, welcher Natur ist der, der aus Mitteleuropa kommt? Also sehr viel Sachverstand, der daher gekommen ist in den letzten 30 Jahren. Alle merken, das kann aber so nicht weitergehen in der Zukunft. So ist es kein guter Wachstum. Druck auf die Gehälter wird ansteigen. Wir brauchen andere Lösungen. Wie können wir anders wachsen? Und dann EU, NATO, diese Krisen dort, darüber können wir lange sprechen. Und es erklärt sich, es gibt all diese Fragen, die waren bisher nicht da in Bezug auf die Zukunft der EU, der NATO und dann all diese geopolitischen Fragen, Veränderung der Grenzen, Russland, Ukraine, Georgien, all das, was dort geschieht. Wir sehen, das ist kein Prozess, den man in den Griff bekommen hat. Das ist etwas, es ist gerade dabei, sich zu entwickeln. Und es gibt dort Ungewissheiten, gerade eben im mitteleuropäischen Raum. Und dann, wir haben uns halt willkürlich diesen Zeitfenster herausgepickt. 7 Jahre, 6 Jahre sind verstrichen. Wir hatten begonnen und die Szenarien, gut, da gibt es noch ein paar Monate Lücken. Ich würde Sie auffordern, sich das anzuschauen, diese 7 Jahre, die wir uns da vorgenommen haben. Da ist eine Klammerbemerkung. Also es gibt dort bestimmte Ereignisse, die finden statt, sind wichtig. Die EU-Wahlen, verschiedene Wahlen noch andernorts in Mitteleuropa und auch den Vereinigten Staaten, in Russland. Und da kann man dann sehen, geht es weiterhin in die eine politische Richtung. Das hängt jeweils von den Ländern ab. Und der neue EU-Haushalt, auch diesbezüglich gibt es sehr viele Diskussionen, sehr viele Fragen, die eine Rolle spielen für Mitteleuropa und Dinge, die umzusetzen sind Gesetze und Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Polen, Ungarn. Ein Wirtschaftszyklus geht dort in diesen Ländern zu Ende. Das kann man sich anschauen, derzeit in den Medien zu lesen. Es gab eine lange Phase, da gab es seit der Krise im 2000er Jahre so eine Phase des wirtschaftlichen Erholensaufschwungs. Und nun die kommenden 6, 7 Jahre, das wird ausschlaggebend sein für die Zukunft von Europa. Und wenn man all dies zusammennimmt, und es gibt noch bestimmte Wendepunkte, man muss schauen, die globalen Tendenzen, die noch verstärkt werden und dann letztlich, es gibt ja bestimmte Narrative für politische Szenarien, die man erwartet. Jörg wird die Freundlichkeit besitzen, die sicherlich hier für uns im Anschluss vorzustellen, nehme ich an. Vielen Dank, Wojtek. Bevor ich nun diese Szenarien anreize, möchte ich noch 2 Anmerkungen starten. Diese Szenarien sind nicht tatsächlich eine Vorausschau. Es geht nicht darum, hier vorherzusagen, was Mitteleuropa 2025 sein wird. Wir haben ja keine Kristallkugel, niemand hat das.
Niemand kann das also vorhersagen. Und deshalb wollen wir uns nicht die Idee annehmen, dass das hier in Stein gemeißelt ist, was wir von uns geben. Dann, was haben wir getan mit den verschiedenen Szenarien? Wir haben eine bestimmte Methodik befolgt, die wurde hier kurz beschrieben. Und unser Ausgangspunkt, was man also normalerweise tut bei solchen Übungen, die auf Szenarien basieren, innerhalb einer Gruppe. Man sucht nach einem Konsens, Einverständnis aller Teilnehmer. Das haben wir nicht gemacht, denn das hätte das Ganze verwässert, die Szenarien, die wir entwickelt haben. Denn wie Sie es wissen, wenn man einen Konsens finden muss innerhalb einer Gruppe, dann ist das ein bestimmter Prozess und man verliert dabei bestimmte Dinge. Also es sind sehr starke Szenarien oder die sollen stark sein. Das konzentriert sich auf bestimmte Dynamiken, die erscheinen uns plausibel, erscheinen uns die logischen Konsequenzen zu sein, aber sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Es kann sein, dass die dann sich letztlich überlappen. Also es sind so verschiedene Entwicklungslinien, die wir bereits feststellen können in der heutigen Realität. Wir sind also ausgegangen von Elementen, die schon sichtbar sind in Mitteleuropa und auch außerhalb Europas. Und gut, was diese Szenarien angeht. Erstes Szenario ist der Illiberalismus. Also man muss kurz was sagen zu diesem Begriff. Es ist ein Ausdruck, letztlich ist es ein Konzept, das ist in Umlauf gekommen in den vergangenen Jahren in Mitteleuropa gerade. Hat es zu tun mit dem, was Orbán dort in Ungarn von sich gibt oder auch Kaczynski in Polen. Und es ist also so ein Gegenvorschlag, ein politischer Gegenvorschlag zum Entwicklungsweg, den man in Mitteleuropa in den vergangenen 30 Jahren gekannt hat. Also diese liberale Demokratie hat damit zu tun und der Euroskeptizismus hat damit zu tun. Auch das ist ein starkes Element, auch im Ungarn, da die Machtpolitik, die Politisierung der politischen Kontrolle und auch autokratische Partner, die sonst wo sind, in Russland oder in China. Also es gibt dort so eine bestimmte Vermischung, die steht hinter diesen Begrifflichkeiten und hinter diesem Begriff des Illiberalismus vor allem. Verschiedene Länder können das jeweils in verschiedenen Formaten entwickeln und letztlich geht es darum, was war so das allgemeine Übereinkommen, der Konsens in Mitteleuropa und allgemein in Europa, so bestimmte Säulen in der Gesellschaft, also all das ist verankert bei uns in der liberalen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und all das wird in Frage gestellt durch dieses ideologische Gegenmodell. Denn es ist nicht nur so, dass dort allein eine bestimmte Anzahl von Argumenten angeboten werden, sondern das verändert die Institutionen. Deshalb gibt es diese Schwierigkeiten mit Polen, mit Ungarn. Also es geht weiter. Es geht über die ideologische Ebene hinaus. Und wir haben uns die Frage gestellt in unserem Szenario. Was ist es da mit diesem politischen Modell, wenn es zum Mainstream wird in Europa, wenn das zu einer wichtigeren politischen Kraft wird, als es derzeit schon der Fall ist an vielen Orten in Europa? Was bedeutet das dann, also vor allem in Mitteleuropa, was bedeutet das dann für die einzelnen Länder, für die verschiedenen demokratischen Formen, die sie dort haben und für die Kohäsion und für das ganze demokratische Projekt insgesamt. Was bedeutet das dann? Und wenn man sich diese Entwicklungen anschaut, dann stellt man fest, dass es unvermeidbar darauf hinausläuft. Also dieser ganze Liberalismus, der sich da zusammentut, das wird letztlich dazu führen, dass das demokratische System, das wir bisher kennen, in einzelnen Ländern auseinandergeht. Und es wird auch so sein, dass wir diese Ebene der europäischen Integration, die wir erreicht haben, nicht mehr halten können. Denn da gibt es diesen ganzen Souveränitätsgedanken, der wieder aufkommt. Und der verneint letztlich, dass es
auf einer supranationalen Ebene Bedingungen auferlegt werden. Und das wollen dann die individuellen Staaten nicht mehr, dass es eben dieses Vorgegebene gibt von der EU. Und dann also entfernen wir uns von diesem EU-Modell. Und wenn man sich das dann weiter ausmalt, wo das dann hinführt, dann vielleicht, wie sich das entwickeln wird bis zum Jahr 2025, auch das ist nur eine willkürliche Annahme, dann haben wir ein Europa, das ist eher eine Freihandelszone und ähnelt nicht mehr dem politischen Projekt, das wir eigentlich haben. Vielleicht eine glorifizierte Freihandelszone, aber es wird nur noch allein auf die wirtschaftliche Ebene beschränkt sein. Und das andere wird verschwinden. Und was wir als Element haben, eine Demokratie in den meisten Ländern, das könnte verlustig gehen. Und so ist es also unser Arbeitstitel, also die mitteleuropäische Entwicklung, die dann rüberschwappt auf den Rest von Europa. Dann drittes Szenario, wir gehen davon aus, es gibt auch diesen Illiberalismus in Mitteleuropa und die Stärke dieses Modells, das es gibt, wird letztlich beschränkt sein auf Mitteleuropa, wird nicht dieselbe Anziehungskraft überall auf dem europäischen Kontinent erfahren und der europäische Kontinent wird sich dann selbst aus dem Krisenmodus herausziehen und wird auch weiter vorangehen in diesem Prozess Prozesses der Integration. Einige denken, es wird eine Koalition derjenigen geben, die tatsächlich den Willen haben, weiterhin Europa zu integrieren. Die sollen einfach voranschreiten, die anderen hinter sich zurücklassen. Aber wir werden eine Situation haben, wo dann in Mitteleuropa die Tagespolitik wird euroskeptischer geprägt sein, illiberaler sein und diejenigen, die dann bleiben in der EU, nicht der gesamte Rest, aber ein großer Anteil derjenigen, die bleiben, die werden weitermachen mit dem Europa-Projekt. Das wird dann zur Marginalisierung führen von Mitteleuropa und es wird zu Spannung kommen zwischen eben dieser Region Mitteleuropa und diejenigen, die stark in der EU bleiben. Und in diesem Szenario stellen wir vor, dass verschiedene einzelne Länder in Mitteleuropa dann individuelle Wege finden werden, um diese Spannungen aufzulösen, sie zu überwinden. Und dann werden sie letztlich doch sich an der Peripherie befinden, wenn wir uns einzelne Länder anschauen, die kleinsten von den Visegrad-Ländern, Slowakei zum Beispiel, es ist bereits das einzige Land unter den Vieren, das sich noch in der Eurozone befindet. Und wenn man also von der Tagespolitik in Slowakei zu urteilen, man hat den Eindruck, sie wollen in diesem Herzstück des Europaprojekts bleiben. Also das scheint klar festzustellen zu sein in Bezug auf Slowakei. Sie wissen, wie sie mit diesen Spannungen umzugehen haben. Und hingegen gibt es ein großes Fragezeichen in Bezug auf ein Land wie Ungarn. Also wenn der Ehrgeiz darin besteht, wie zum Beispiel von Herrn Urban, dass er Europa neu gestalten will, auf eine konservativere, illiberalere Art und Weise. Also so wäre das bereits auf eine bestimmte Art und Weise in Ungarn umgesetzt hat. Wenn das dann zu einer Art von neuer Vanguardia wird, dann können wir uns das durchaus vorstellen, dass er seine Politik verstärkt allein auf Ungarn ausrichten wird. Und die Schlussfolgerung daraus wird dann sein, dass Ungarn aus der EU austritt. Also wenn die Marginalisierung und die Entfremdung in Bezug auf all die EU-Institutionen
noch stärker vorangetrieben wird und dann letztlich das nicht mehr überbrückt werden kann. Also Urban weiß nämlich sehr gut, wie er damit umgehen kann und hat da bestimmte Arten des Manipulierens. Letztlich wird dann aber die ultimative Lösung sein, die EU zu verlassen, aber vielleicht auch andere Partner zu finden. Russland eventuell oder eben China. Also es kann auch durchaus noch andere Alternativen geben, die das Land da so im Kopf hat. Und was Polen angeht, auch ein Beispiel, das sollte ich lieber Wojtek überlassen, was wir da in Bezug auf dieses Szenario uns vorgestellt haben. Wir sehen, es gibt eine gute Chance für die Politiker in Polen, das erneut in die Hand zu nehmen, auf erfolgreiche Art und Weise etwas zu finden, was kompatibel ist mit dem europäischen Projekt. Es kann sicherlich auch, das können wir noch später darauf eingehen in der Diskussion, was kann die EU tun, damit Polen besser zu verhandeln, sodass sie wirklich klar zurücktreten in das EU-Feld. Und dann für Tschechien, da hatten wir auch eine sehr interessante Diskussion. Da kam folgende Idee bei heraus. Es kann eventuell so eine Art Übung sein. Wir haben das erst einmal gesehen in dem Fall vom Brexit. Also ging es ja ursprünglich nicht um den Austritt aus der EU. Es ging um David Cameron, dass er halt eben weiterhin seinen Platz verteidigen wollte. Jetzt gibt es eine politische Dynamik in Tschechien und da wird ein ähnlicher Druck ausgeübt auf die derzeitige Regierung, auf das politische Zentrum, denn links und rechts, da gibt es zwei Parteien, die sind stark verbunden mit dem europäischen Projekt. Und eventuell, wenn sie an Stärke gewinnen, könnte es sein, dass sie sich dann in einer Stellung befinden, wo sie dann einen Druck ausüben können auf die Regierung, auf die politische Szene, da ihre Meinung kundtun können in Bezug auf in die NATO, EU. Und da könnte es auch zu so einer Art Austritt als Unfall kommen. Und in dieser, wir haben festgestellt im Rahmen unserer Übung, dass die Tschechen letztlich pragmatisch sind. Sie werden das durchaus anerkennen. Sie brauchen da in dem wirtschaftlichen Prozess durchaus mit auch ein Mitspracherecht auf dem Markt, aber bei dem politischen Modell ist nicht ganz so wichtig. Dann vielleicht kann auch so eine Art Modell Schweiz in Frage kommen, dass sie halt das politische Projekt verlassen, aber wirtschaftlich mit dabei bleiben bei der EU. Und dann am Ende des Prozesses letztlich wird es dazu führen, dass es da sehr verschiedene unterschiedliche Länder gibt und dass es so einen Bruch gibt, der sich dann durch Mitteleuropa zieht, so wie das eben zu beobachten war während der letzten Jahre innerhalb der Visegrad-Gruppe. Dann drittes Szenario, da haben wir den Begriff verwendet der Zwangsheirat. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Begriff etwas anfangen können, eben diese deutsche Zwangsehe. So ein Begriff, den wir dafür genommen haben. Auch Vernunftsehe könnte man dazu sagen auf Deutsch. Ich möchte Ihnen das gerne erklären, dann kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Es ist eine Lage, man ist einem externen Druck ausgedrückt und Mitteleuropa wird dann zurückkehren zu dem breiteren EU-Integrationsprojekt. Man kann sich also eine Krisensituation vorstellen, die sich vor allem in Mitteleuropa stark bemerkbar macht, denn die Länder in Mitteleuropa, die erwarten, dass man sie unterstützt, wenn es zu einer Notlage kommt, dass sie Unterstützung erfahren vom Rest der EU. Wir haben uns zwei Szenarien vorgestellt, einmal ein Sicherheitsszenario, also dass die Sicherheitslage sich in Osteuropa stark zuspitzt, dass es weitere Aggressionen gibt durch Russland gegenüber seinen Nachbarn und auch, dass es größere Energieprobleme gibt, weiterhin
Flüchtlingsströme, die kommen und dass es dadurch zu Notlagen kommt in mitteleuropäischen Ländern, zu einer Lage, die sie nicht mehr in der Lage sind zu lösen ohne eine Unterstützung oder halt auch ein wirtschaftlicher Einbruch, der gerade Mitteleuropa betrifft. Da können wir noch mal näher drauf zu sprechen kommen, aber es gibt dort ein sehr verletzliches Wirtschaftsmodell in Mitteleuropa, trotz all der guten Neuigkeiten, die verbreitet werden über diese Länder. Und dort eben, das hat Auswirkungen aufs Banksystem, Finanzmarkt, auf das Bankensystem. Und wenn es also eine wirtschaftliche Notlage gibt, die es dann erforderlich macht, dass eine Rettungsaktion erfolgt durch die europäische Familie. Wenn es zu einer solchen Notlage kommt und wenn es dann eine starke EU gibt, die dann Mitteleuropa unterstützt, dann können wir uns das durchaus sehr gut vorstellen, dass das zu einer Stimmungsänderung führt innerhalb des Publikums, innerhalb der politischen Elite, dass man dann einfach rational zu der Schlussfolgerung kommt, ja, wir brauchen diese größere EU, damit wir überleben können, damit wir Stabilität haben. Und das versteckt sich also hinter diesem Titel der Vernunftsehe, der Zwangsehe. Und nun? Of the ones, Central Europe Spring. Das ist so dieser mitteleuropäische Frühling. Das ist wahrscheinlich die optimistischste Variante. Wenn man sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, dann gibt es Generationenintervalles. Da gab es Generationen, die politische Entwicklungen geschaffen haben, Erster, Zweiter Weltkrieg. Und wir sind ja jetzt schon 30 Jahre nach einem weiteren monumentalen Ereignis. Und es könnte natürlich auch denkbar sein, dass wir eine neue Generation haben, die proeuropäisch agieren wird. Das ist nicht unbedingt gegeben. Es kann auch in eine andere Richtung laufen. Aber was wir uns hier vorstellen, ist Folgendes. Wachsender Druck auf die Generation in Mitteleuropa. Eine Politik, die heute eher die mittlere und die ältere Generation pflegt. Sozialsysteme ideologisch geprägt, das Ganze. Das heißt, wir haben hier erste Proteste gesehen von Jüngeren, wenn man sich das Bildungssystem angeht, bei Änderungen im Arbeitsmarkt. Die Bedürfnisse der Jungen werden von den Jungen artikuliert gegenüber der Regierung. Und das könnte sich aufhitzen und dann könnte es zu Disruptionen geben. Ein Epizentrum könnte Polen sein, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist natürlich detailliert im Bericht erläutert. Idealistisch ist dieses Szenario modelliert auf eine jüngere Generation von Mitteleuropäern, die ihre Regierungen wieder zurückführen auf einen demokratischeren, proeuropäischen Pfad. Das letzte Szenario ist wahrscheinlich das gruseligste, das trübste. Was wollen wir hier erwähnen? Wir vermuten ein Versagen des transatlantischen Sicherheitssystems, das ja Frieden und Stabilität über die letzten Jahrzehnte und auch über die letzten zwei Jahrzehnte in Osteuropa gesichert hat. NATO hat die Erwartung nicht erfüllt der kollektiven Verteidigung allerdings. Es hat an Glaubwürdigkeit verloren. Wie wäre es, wenn das zusammenbrechen würde? Was wäre die Reaktion mitteleuropäischer Regierungen? Es gäbe da zwei Elemente von Reaktionsmöglichkeiten der Regierung, um in diesen Situationen damit umzugehen. Das würde nicht bedeuten, dass gleich ein Krieg ausbricht, aber da würde dann die Sicherheitsarchitektur nicht mehr glaubwürdig erscheinen würde und man sich nicht mehr darauf verlassen könnte. Und da gibt es auch heute schon Zweifel. Diese Strategien der Vermeidung könnten drei Elemente umfassen.
dass man bilaterale Partnerschaften suchen würde zur Komplementierung der Sicherheitsarrangements. Das sieht man schon bei Polen, die Hand ausstrecken gegenüber Trump. Und man könnte auch überlegen oder sich vorstellen, dass Ungarn seine Bindung mit Russland kultivieren könnte oder auch massive chinesische Investitionen akzeptieren würde. Viertes denkbar wäre zum Beispiel, dass Tschechei oder Slowakei, dass die dann Neutralität suchen würden. Sie würden sich als neutrale Staaten erklären, um das Risiko für sich zu reduzieren. Es gibt da also bilaterale Strategien möglich. Aber das sieht natürlich nicht gut aus für die Demokratie dann. Dann würde nämlich Sicherheit die absolute Priorität sein, für die Regierungen dann einiges opfern würden. Zivile Freiheiten würden die Medien mehr kontrollieren, die Zivilgesellschaft, die politische Opposition, politische Institutionen. Also mehr ein autoritärer Push unter dem Vorwand der Sicherheit. Und das erinnert in Mitteleuropa ganz schrecklich an die Zeit zwischen den Kriegen. Diese Arrangements der Autokratisierung und der Suche nach bilateralen Sicherheitsgarantien, das war genau diese Landschaft in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die wir da hatten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zu der Frage, wie ist die Lage heute, zurückkommen und dazu auf einen der zentralen Begriffe der fünf Szenarien zurückkommen. Wie mir scheint, sind sie doch alle fünf in der einen oder anderen Weise von dem Begriff und der Perzeption des Liberalismus oder Illiberalismus abgeleitet und sind Antworten oder Entwicklungen dieser Gegenwartsbeschreibung. Und wenn wir es uns genau anschauen, dann haben wir ja in diesem Begriff des Liberalismus und des Gegenbegriffs Illiberalismus eigentlich fünf verschiedene Dimensionen, die in irgendeiner Weise in den Szenarien vermischt auch vorkommen. Zum einen ein gesellschaftspolitisches Projekt der individuellen Freiheiten, reduziert auf so etwas wie geschlechtliche Partnerschaft oder in Polen die Abtreibungsfrage. Das wären eigentlich, was man klassisch unter liberalen Werten verstehen würde. Da gibt es starke Angriffe, insbesondere in Ungarn und in Polen. Das zweite wäre der ökonomische Begriff des Liberalismus. Da gibt es die Angriffe auf die Freihandelsweltordnung, auf die Globalisierung oder auf die Europäische Union, die die Globalisierung vorantreibe oder es nicht schaffe, die Staaten, die Gesellschaften vor der Globalisierung, immer in Anführungszeichen, zu schützen. Das dritte wäre die politische Ordnung, nämlich eigentlich die Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die scheinbar, wenn man die vier Staaten beobachtet, in irgendeiner Weise mit den anderen beiden Fragen verknüpft ist. Denn tatsächlich sehen wir eine autokratische Ordnung, die sich in Ungarn etabliert hat, kombiniert mit einem Angriff auf gesellschaftliche, freiheitliche Werte, kombiniert mit einer Wirtschaftsordnung, die zumindest in Ansätzen versucht hat, so etwas wie einen freien Markt für nicht-ungarische Unternehmen zu beschränken. Aber das wäre zu hinterfragen, in welchem Ausmaß das stattfindet. Also der Kern von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wäre das dritte. Und das vierte wäre die zwischenstaatliche Ordnung. Also wie verhalten sich Staaten, die in einem oder mehreren der drei anderen Dimensionen dieses Begriffs, des Liberalen, abweichen von dem, was man glaubte, sei das Ende der Geschichte, nämlich tatsächlich gesellschaftspolitischer Liberalismus, international, globaler Markt, Freiheit des Handels, in Europa ja nicht nur der Güter, sondern auch der Arbeitskräfte, des Kapitals, demokratische politische Ordnung und integriert in der Europäischen Union. Warum treten diese Phänomene gemeinsam auf? In all den Staaten, dass all das gemeinsam abgelehnt wird? Oder ist es denn auch tatsächlich so, dass es dort keine Brüche gibt? Insbesondere stellt sich die Frage, wenn man schaut nach etwa
ob die Staaten tatsächlich unter den jetzigen Regierungen aus der Europäischen Union gerne austreten würden oder ob ein solches Szenario möglich ist oder ob sie nicht im Kern sich als europäische Staaten verstehen und in ein anderes Europa wollen. Und vielleicht kann man mit dieser Unterscheidung nochmal in die vier Staaten genauer hineinschauen. Und vielleicht beginnen wir mal mit Edith, die nach diesen Dimensionen etwas genauer schildert, wie ist die Situation in Ungarn und was will die Fidesz-Regierung, wo sieht sie ihr Land in 7 Jahren? Thank you very much. Also, I would like to thank the organizers to invite me. Vielen Dank. Ich wollte mich auch erstmal vorab für die Einladung bedanken. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Die ersten beiden Szenarien, dazu möchte ich etwas sagen. Also erst einmal diese ersten beiden, das hilft uns auch besser zu verstehen, was in Ungarn passiert. An erster Stelle, ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass die ungarische Regierung die EU verlassen möchte, denn Viktor Orban, ja gut, er kann da seinen Kuchen haben, den alleine aufessen. Man hat bisher gesehen, in den letzten Jahren in den westeuropäischen Ländern, da wurde ein gutes Umfeld geschaffen für Ungarn. Und er kann sein autoritäres Regime nicht einfach ausweiten, wenn es nun zu anderen Aspekten kommt. Also was von Herrn Orban aufgebaut worden ist, das ist ein Spielfeld, wo zwar freie Wahlen stattfinden, aber die Regierung verübt einen Missbrauch, was dazu führt, dass die Opposition nicht gewählt werden kann. Also die ungarische Regierung trägt dafür eine große Verantwortung auf die letzten Niederlagen, die erzielt worden sind. In den Wahlen sind nicht in der Lage, die Infrastruktur bei sich im Lande aufzubauen und tatsächlich zu kooperieren. Zugleich müssen sie sich großen systemischen Wandel stellen, diese große Infrastruktur, die umzuändern ist. Und es ist sehr schwierig, das zu bewerkstelligen. Zumal wenn es eine große Opposition gibt. Und dann das Umfeld, EU-Umfeld, internationales Umfeld, drei wichtige Faktoren, die mit eine Rolle spielen, würde ich gerne hierzu nennen. Erst einmal Nachhaltigkeit, wie man das stärken kann, solcher Regime. Geld spielt eine große Rolle. Das bedeutet, es gibt noch EU-Fonds, das leistet einen Beitrag zu den Wirtschaftssystemen und auch Investitionen aus dem Ausland, der Beitrag, der dadurch geleistet wird, das spielt auch eine wichtige Rolle, wenn man sich die Zahlen anschaut. 80% des Handels, das geschieht dank ausländischer Investitionen und auch ein Drittel der Jobs im Privatsektor, das wird sichergestellt aufgrund dieses Phänomens. Der zweite Faktor, das hohe Niveau der Politisierung der Institutionen, vor allem der europäischen Parteien, das ist ein Anreiz, nicht zu versuchen, Fidesz zu bestrafen auf der politischen Ebene. Wir haben bisher beobachten können, die meisten der konservativen Parteien in Westeuropa rechnen mit weiteren Verlusten. Spanien, Deutschland, Italien, also und auch andere Länder, aber das sind die großen Länder, die das betrifft, die im Begriff sind, das zu durchleben, dass die Hälfte der Parteien eine Schwächung erleben. Das ist das Risiko, um weiterhin die Mehrheit haben zu können, muss man vieles weiterhin mit an Bord haben. Und dann Freizügigkeit,
Migration, das muss möglich sein für diejenigen, die unzufrieden sind mit dem System, dass sie das System verlassen können, dass sie weiter nach Norden ziehen können oder nach westeuropäischen Ländern ziehen können und dass sie versuchen können, einen alternativen Weg zu finden, um weiterhin ihren Unterhalt sicherzustellen und weiterhin voranzukommen. Also wenn man sich also diese Bedingungen anschaut, das Umfeld anschaut, ich denke, da gibt es keinen besonderen Druck, der da ruht auf einer der Länder, die dort angeschaut worden sind. Und die Politik kann sich natürlich verändern. Wir haben kürzlich beobachten können, es gibt derzeit nicht einen solchen Druck. Das Recht verstehe, bedeutet es, dass der von Viktor Orban geprägte Begriff, der auch so populär geworden ist, nämlich jener der illiberalen Demokratie, einfach in mehrfacher Hinsicht in die Irre führt und man das genaue Gegenteil eigentlich, den gegenteiligen Begriff verwenden muss, um zu verstehen, was passiert. Man müsste nämlich von einer liberalen Autokratie sprechen, denn in Bezug auf die Freiheitsrechte der Freizügigkeit wird Ungarn nicht so reagieren, dass die Menschen eingesperrt wären, wie das zu kommunistischen Zeiten gewesen war. Denn es senkt den Druck, wenn Kritiker, Oppositionelle das Land verlassen. Sie müssen in das europäische System eingebunden sein, in den Weltmarkt eingebunden sein. Sie brauchen so etwas wie Freihandel wegen der angesiedelten Autounternehmen. Es geht also im Kern um die Errichtung einer Autokratie, der Macht einer einzigen Partei, die Abschaffung der Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung und die Angriffe, die gegen beispielsweise die Europäische Union dann auch geritten werden, beziehen sich zwar formal in erheblichem Maß auf angeblich den Druck, der in Sachen Flüchtlingspolitik oder in Sachen liberaler Gesellschaftspolitik ausgeübt wird. Tatsächlich geht es aber nur um die Frage, ob die Europäische Union durchsetzt, was in den Verträgen in Bezug auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht. Ist das so richtig? So, on one hand, I think it's important to see that there have been intentions from European. Einerseits ist es zu sehen, die EU-Kommission hat durchaus die Absicht gehegt, Regulierungen dort einzubringen und einen Umgang mit diesen Ländern zu finden. Und was vor allem wichtig ist in dieser Hinsicht, also in dem aufgezeigt wurde, wo Korruption ist. Und das ist gerade so ein Schlüsselfaktor in Bezug auf Ungarn. Es gibt einen großen Unterschied zu Tschechien, also diese klassische Staatskorruption, dieses oligarchische System, und das in der Tat dazu führt, dass wirklich die Zentralregierung damit diesen Akteuren unter einer Decke steht, da das Ganze mitbetreibt. Und dann Herangehensweise der Institutionen. Ich würde sagen, es gibt immer mehr Ideen, die auf dem Tisch liegen, wie man diese Regimes unter Kontrolle bekommen kann. Das Schlüsselproblem ist folgendes. Es kann sein, man entwickelt neue Ideen und dann ist es natürlich logisch, man möchte Anti-Korruptionsbedingungen einführen, versucht Rechtsstaatlichkeit einzuführen und man kann aber nicht direkt dann Staatskorruption damit bekämpfen, aber die EU-Institutionen wollen nicht unbedingt die Instrumente, die bereits da sind, die gegeben sind durch den Lissabon-Vertrag, umsetzen. Ich möchte ein Beispiel dazu nennen, Artikel 142, die Bedingungen, Regelungen. Man kann EU-Fonds streichen, wenn man sieht, dass Korruption verübt wird und Korruption dazu führt, dass diese EU-Fonds nicht richtig verwendet werden. Eine solche Herangehensweise, das müsste aber eher ein holistischer Ansatz werden, damit sich das nicht noch weiter ausbreitet, dieser ganze Illiberalismus und diese Staatskorruptheit. Man müsste dann diese Instrumente, die es eigentlich gibt, auch tatsächlich anwenden, damit es wirksam wird.
möchte ich aber noch einmal ganz kurz in einer kurzen Skizze die Gemeinsamkeiten und Unterschiede speziell für Polen und zu dem, was Edith gut über Ungarn sagte, und vielleicht auch ganz kurz in drei Worten nochmal Tschechische Republik und Slowakei. So what does PIS? Was macht PIS in Polen? Und wo man Polen in den nächsten Jahren sieht, ist das die Frage? Die nach den vier Dimensionen des Liberalismusbegriffs und ob die sich unter Umständen auch beißen. Ah, wir haben ja im Falle Ungarns gesehen, dass die Erwartung, in allen Fällen würde die ungarische Regierung auf einen nationalen Weg setzen, falsch ist. Und dass im Kern geht es wirklich um die innergesellschaftliche Macht. Ja. I thank the translator. Ja, das ist ja sehr abstrakt, was wir hier diskutieren. Und ich danke den Dolmetschern, dass sie uns auf dieser Ebene versuchen zu folgen. Ja, Sie haben recht. Das sind diese vier Punkte. Das sind wichtige Punkte des Illiberalismus. Um das zu entwickeln und zu beantworten, würde das sehr viel Zeit dauern. Die haben wir nicht. Ein Punkt würde ich unterstreichen. Das ist, dass durch alle Systeme sich durchzieht. Polnisches, ungarisches System und tschechisches System. Es geht eigentlich gar nicht um System, sondern über die Richtung, in die das geht. Es geht um Zentralisierung, als Akkumulierung von Macht und all diese Aspekte, die wir da sehen, Macht in einer Hand. In Polen ist das in gewisser Weise bisher nicht möglich gewesen, nicht nur wegen der Größe des Landes, sondern auch wegen systemischer Vorkehrungen. Die Macht selbst in diesem Camp unter verschiedenen Leuten verteilt. Wir haben einen direkt gewählten Präsident, der die Entscheidung des Parlaments mit Veto belegen kann. Das passiert gelegentlich. Zum Beispiel ist das passiert zu einem wichtigen Thema, wo Duda die Parlamentsanstrengungen mit einem Veto belegt hatte, um das finanzielle Auditing der Kommunen zu übernehmen. Ja, in Polen haben wir eigentlich fast die anarchistische Struktur von Kommunen. Das passt ganz gut zu unserer Denke in Polen hier, diese Organisation der Kommunen. Aber es geht da viel um Subsidiarität, nicht auf der regionalen Ebene, sondern auf der lokalen Ebene, im ländlichen Raum. Da gibt es jede Menge Entscheidungsmacht innerhalb dieser Gremien. Die Parlament wollte diese Mächte der Macht der Kommunen beschneiden. Der Präsident hat das mit einem Veto belegt. Das heißt, da gibt es Unterschiede zwischen Polen und Ungarn. Aber es gibt natürlich auch nicht viel Autonomie zwischen den Akteuren, denn das kommt alles aus einem zentralen Staatselement in Ungarn, in Polen. Selbst wenn man in diese Illiberalität geht, ist das in keinster Weise abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage damit beantworte, aber ich lasse es mal erstmal dabei. Slowakei und Tschechische Republik in drei Sätzen. Wo sind Sie in diesem Raster einzuordnen? Ich weiß, dass Franziska eigentlich diejenige ist, die jetzt hier reinkommen sollte, weil sie sehr geduldig dort am anderen Ende sitzt. Nein, ich denke, es ist schwer einzuordnen. Die Tschechische Republik, die Slowakei liegen für mich zum Teil so ein bisschen in der Mitte, weil ich das Gefühl habe, dass sich in beiden Ländern einfach diese ideologischen Akteure, die wir in Polen sehen, die wir auch in Ungarn vielerlei Hinsicht sehen, die haben sich noch nicht so rauskristallisiert. Ich glaube,
glaube, das ist noch eine sehr viel unübersichtlichere Szene in beiden Ländern. Es gibt eben nicht diesen einen Viktor Orban oder Kaczynski. Also es scheint irgendwie diesen Magneten bislang noch nicht zu geben, der um den sich das herumkristallisieren könnte. Und das ist, glaube ich, auch eine große Chance für beide Länder, diese eher unübersichtliche Szene. Dabei würde ich es mal kurz belassen. Jetzt 20 Minuten Redezeit, ganz alleine. wie blickt man aus Berlin, Brüssel, Paris, wo man ähnliche Probleme zumindest mit Parteien und insbesondere, wenn man nach Frankreich schaut, ja auch hat auf diese Entwicklungen? Wer sieht das als Vorbilder? Was sind die Ängste und was sind die Strategien, damit umzugehen, dass Grundlagen der europäischen Integration in Frage gestellt werden? Ja, danke schön. Also ich würde es immer so sehen, dass das Bewegungen und Strömungen sind, die es ja in allen europäischen Ländern gibt, in allen westlichen Ländern. Man kann es auch sogar mit Brasilien, ist ja noch weiter, fassen. Und ich bin heute zuversichtlicher, dass wir das durchstehen und da gut rauskommen, vielleicht sogar gestärkt rauskommen, als noch vor einem halben Jahr. Also wenn Sie mich vor einem halben Jahr hier hingesetzt hätten, wäre ich, glaube ich, pessimistischer gewesen. Weil ich finde, es gibt gute Zeichen aus Polen, aus den anderen Ländern, wo ich zumindest wieder Hoffnung fasse. Und man merkt, es gibt Bewegung, es gibt eine Dynamik. Man sieht es auch bei uns. Also zum ersten Mal ist die AfD geht wieder runter in den Umfragen. Wir haben das auch in anderen Ländern, dass auch trotz Gelbwesten gewinnt Le Pen nicht hinzu. Obwohl Russia Today in der Facebook-Bubble komplett alles mittlerweile an sich nimmt zu den Gelbwesten. Und trotzdem steigt Le Pen nicht. Also so, es gibt auch Momente, wo ich denke, ach, vielleicht kommen wir auch da wieder in eines der positiveren Szenarien rein. Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich nicht als osteuropäische definieren würde, sondern eine, die wir gemeinsam zu meistern haben, auch wenn die Levels anders sind. Und trotzdem ist natürlich die Frage der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten ja eine fundamentale für die europäische Integration. Wir bauen ja die gesamte EU auf Recht auf. Wir haben ja keine Polizeigewalt. Also wenn sich Mitgliedstaaten nicht an EU-Recht halten, können wir nicht die Polizei hinschicken und sagen, so, jetzt nehmen wir euch aber fest. Wir basieren rein darauf, dass sich die einzelnen Mitgliedsländer ans Recht halten, an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Wenn das nicht funktioniert, ist die EU ziemlich schnell am Ende. So, und deswegen ist diese Frage, wie gehen wir damit um, so zentral für die Einheit der EU und das Funktionieren der EU an sich. Und das stellt sich aber in Italien eben mit Salvini genauso wie in Strache, der in Österreich, sagen wir, beim Verfassungsschutz die rechtsextremen Daten verschwinden lässt. Ja? Und ich würde es auch immer als solches definieren. Deswegen finde ich es schon die Herausforderung, wie wir damit umgehen. Erstens eine, dass man das politisch überall gewinnen muss. Du hast es auch erwähnt mit Blick auf die Parteien. Das ist eine politische Machtfrage. Und dann die Frage, welche Institutionen oder Instrumente wir uns schaffen können. Und wo man auch, sagen wir mal, positive Entwicklungen wieder unterstützt. Ihr habt jetzt gar nichts zu euren Empfehlungen gesagt. Die fand ich nämlich sehr interessant und für uns Grüne gar nicht immer so einfach. Kurz zu den Instrumenten. Ich glaube, was die EU dringend braucht, ist ein Verfahren, Überprüfungsmechanismus, wo alle Länder kontinuierlich überwacht werden, also groß, klein, Ost, West, schwarz regiert, rot regiert, grün regiert, egal, alle, einmal im Jahr, auch von einer Rechtsstaatskommission, die Mitglieder hält, die aus den nationalen Parlamenten entsendet wurden. Ich glaube, diese Rückbindung an die nationalen Parlamente ist wichtig, um auch die Legitimation zu erhöhen und dass man also sozusagen alle kontinuierlich anschaut, um genau aus dieser Orban, der immer sagt, es geht ja immer nur auf uns und ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Das läuft ja auch überall, dieses Narrativ, um das aufzubrechen. Das halte ich zum Beispiel für wichtig. Und die zweite Frage ist die dann der Geldfrage. Die wurde ja gerade angesprochen. Die EU-Kommission, Herr Oettinger, hat ja den Vorschlag gemacht, zu sagen, dann werden die Gelder eingefroren und das Land muss die Gelder weiterzahlen. Halte ich für hoch unwahrscheinlich, unrealistisch, weil angenommen, das wäre zum Beispiel ein Land, das in der EU ist. Ja, die sind ja immer alle knapp an der Defizitgrenze. Wenn die sich jetzt mehrere Milliarden einfach aus der nationalen Tasche ausgeben müssen, ist ja die Frage, woher kommt das Geld? Dürfen die dann ins Defizitverfahren gehen? Werden die dann dafür Steuern erheben? Das ist bestimmt sehr populär in dem Land.
Ausgaben kürzen, das halte ich wirklich für sehr schwierig und unrealistisch, den Vorschlag von Herrn Oettinger. Wir haben ja als Grüne auch in der EP-Fraktion bei uns zusammen den Vorschlag zu sagen, die Gelder sollen für das Land bleiben, nur die Vergabemacht wird Herrn Orban entnommen und an eine unabhängige Behörde gegeben. Also eine Art Stiftung, die dann sozusagen besetzt ist mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft und Städten, Kommunen, die eingebunden werden, damit die Gelder trotzdem vergeben werden können. Ich glaube, das wäre sozusagen in dem Sinne sinnvoller. Man würde die Klientelwirtschaft damit unterbinden und trotzdem die Menschen in dem Land nicht bestrafen. Und dann ist die, finde ich, die große Frage ist, wie wir auch in den Ländern auf ihre Interessen eingehen können. Das ist, was in euren Empfehlungen drin ist. Energy, also Energiesicherheit. Und wir haben gerade eine schwierige Debatte, zum Beispiel mit Blick auf den INF-Vertrag. Ja, Test Case. Geht die EU da wieder auseinander in Ost-West? Macht Deutschland Alleingang und sagt, keinerlei Raketen, wir stehen da ganz knallhart. Oder sind wir da bereit, in so einem Fall zum Beispiel die Sicherheitsinteressen der Polen auch zu berücksichtigen und eine gemeinsame Lösung zu kommen? Ich glaube, von solchen Fragen hängt ganz viel ab, ob man sich dem europäischen Projekt dann verbunden fühlt und das Gefühl hat, die stehen auch für uns da, oder ob man das nicht hat. Und das ist für uns Grüne keine einfache Frage, gerade beim INF-Vertrag. Mit unserer Geschichte, 80er, alles. Aber ich finde es doch eine große wirklich Herausforderung an uns, das mitzudenken, wenn wir reflexhaft sagen, natürlich nichts, was das für Osteuropa bedeutet und unsere Partner dort. Das Gleiche gilt für Energie Nord Stream 2. Da haben wir als Grüne fast einheitlich eine klare Position. Energiepolitisch so oder so, aber auch geopolitisch, weil ich dieses Argument, das ist nur Energiepolitik, auch nicht akzeptiere. So. Aber das sind die Themen, glaube ich, die dazukommen müssen, zu einer klassischen Frage von, was haben wir für Instrumente, um die Gelder zu sanktionieren, ja, die auch wichtig ist. Und ich, wie gesagt, ich bin da hoffnungsvoller, weil ich den Eindruck habe, auch Brexit zeigt nochmal, wo man hinkommt, wenn man den Populisten folgt. So, also dieser Slogan, take back control, der kann auch dieser Tage nicht besser widerlegt werden als mit den Debatten aus Großbritannien, wo man sieht, keiner hat Kontrolle. Es ist Chaos pur. Der größte Geldgeber für die Brexit-Kampagne hatte sein Geld aus Russland. Sein letzter großer Vertrag war direkt vermittelt über den russischen Botschafter in London. Also wenn das Kontrolle ist, wie Sie sich vorstellen, dann kann ich mir nur sagen, nein, danke, die hätte ich nicht. Also ich glaube, das hilft uns auch. Wir müssen nur was draus machen. Das waren jetzt keine 20 Minuten. Also, dass man keine resignierte Stimmung verbreiten sollte, sondern nach den positiven Ansätzen schauen. Und das ist ja auch in den Teilen der Szenarien ja drin, zumindest in dem Mitteleuropa 2.0-Szenario. Das halte ich für durchaus richtig, wenn man dabei nicht eigentlich den Kern des Problems unter den Tisch kehrt. Und da hatte ich jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man dann die Politikfelder anspricht, zum Beispiel INF-Vertrag, wo es doch gemeinsame Interessen gibt, oder die Frage der Nord Stream Pipeline, wo die Grünen eine ähnliche Position wie die Polen, die polnische Regierung vertreten, dass man dann die Kernfrage eigentlich nicht mehr beachtet. Und wenn vorhin Edith Sgut auch sagte, ja, wir haben freie Wahlen, dann aber beschreibt, dass es eigentlich gar keine freien Wahlen mehr sind, sondern nur noch scheinfreie Wahlen, weil die Opposition nicht mehr gewinnen kann. Ich denke, dass man an diesen Begriffen doch sehr genau argumentieren sollte. Und dann stellt sich die Kernfrage, kooperiert man in der EU und in welchem Ausmaß mit den so gearteten Regimen oder tut man das nicht? Und immerhin hat ja das Europäische Parlament jetzt die Kommission aufgefordert, nach dem sogenannten Artikel oder dem Artikel 7 ein Verfahren zu eröffnen, was in einem schwierigen Prozess aber dazu führen könnte, dass zumindest den Ländern die Stimmrechte entzogen werden oder aber auch die genannten finanziellen Restriktionen so oder so ausgestaltet dann auch durchgesetzt werden können. Und das bedeutet natürlich einen ganz, ganz massiven Konflikt. Und da stellt sich die Frage, kommen wir zu einem positiven Szenario, in dem die Europäische Union den Druck erhöht? Oder kommen wir zu einer positiven Entwicklung, in der wir genau das Gegenteil tun,
weil, wie Wojciech Przybylski schilderte, ja die gesellschaftlichen Kräfte in Polen, die noch für eine andere Richtung stehen, recht ausgeprägt sind. Aufgrund des eher föderal oder anarchisch-föderal organisierten Systems, weil der Präsident noch als Institution, obwohl er von der gleichen Partei ist, eine Vetomacht hat, weil es eine starke Opposition gibt, weil es in der Tschechischen Republik und der Slowakei noch nicht so weit ist. Deswegen wäre mit einer Dialogstrategie viel mehr zu erreichen. Oder muss man mal harte Kante zeigen? Was wäre denn richtig? Ich würde gerne widersprechen, dass es da ein Entweder-Oder ist. Wirklich, ich halte diese Dichotomie für falsch. Ich glaube, man muss sehr hart sein, wenn es um die Frage der Gelder geht, wie man damit umgeht. Und gleichzeitig werden wir ja von außen nie diese Länder, also die Mehrheiten ändern. Das heißt, wir müssen ja immer mitdenken, was unterstützt die Kräfte in Polen, in Ungarn etc., die an unserer Seite stehen. Und wenn wir denen permanent auch bei den Interessen, die auch wichtig finden, auf die Füße treten und nicht ihre Partner sind, dann ist es für die viel schwieriger. Deswegen finde ich, ist das überhaupt für mich nicht widersprüchlich. Ich kann total hart sein mit Blick auf Artikel 7 und Ungarn. Ich kann hart sein, wenn es darum geht, sagen wir endlich die Crony-Economy von Orban mit den EU-Geldern auszutrocknen. Das spricht für mich überhaupt nicht dagegen, die berechtigten Interessen auch stärker bei uns mit einfließen zu lassen und ernst zu nehmen und dadurch auch zu zeigen, wir sind auch weiter an euch interessiert. Das ist für mich echt nicht ein Entweder-Oder. Seht ihr das auch so? Ich möchte eigentlich auf etwas anderes abstellen. Das ist, wir sind nicht in diese Empfehlungen reingegangen, aber die erste der Empfehlungen, die wir dort haben, lautet, Mitteleuropa ernst zu nehmen. Denn in vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, vor allen Dingen auch aus dem, was ich aus den einzelnen Ländern höre, dass eben dieses Gefühl des ernst genommen zu werden, ernst genommen werdens und auch des als gleichwertig angesehen werdens, an vielen Punkten einfach nicht gibt. Das ist kaputt gegangen und das ist vielleicht auch nie entstanden. Und das macht sich an so ganz einfachen Sachen, die aber extrem präsent sind in den Ländern fest, wie zum Beispiel einem Alleingang bei Nord Stream 2 oder bei dieser ganzen Debatte darum, dass minderwertige Lebensmittel in den Ländern verkauft werden, die eben nicht dieselbe Qualität haben, Nutella oder wie sie alle heißen, wie das, was in unseren Supermärkten steht. Und das sind Differentiale, die sich politisch verwerten lassen, die sich ausnutzen lassen. Und wenn wir nicht an den Punkt zurückkommen, wo wir glaubwürdig vermitteln, dass wir diese Länder ernst nehmen, diese Gesellschaften und auch ihre politischen Akteure, und eben nicht diese Zweiklassengesellschaft innerhalb der EU weiterführen, dann kommen wir aus dieser Schleife nicht raus. Das ist in vielerlei Hinsicht ein ganz ähnliches Problem, wie wir es innerstaatlich hier in Deutschland zwischen Ost- und Westdeutschland haben. Es gibt einfach ein Differential, was gefühlt wird in Mitteleuropa, eben doch nicht so hundertprozentig auf Augenhöhe zu sein mit dem Rest der EU. Und ich denke, das ist so ein kultureller, psychologischer Aspekt, an den wir ran müssen. Und bei allem, was wir tun gegenüber diesen Ländern, müssen wir das mitdenken. Denn diese Argumentation, die von vielen aus den Ländern kommt, wir sind ja bloß kolonisiert worden, wir sind ja bloß verlängerte Werkbank, das bestimmt einfach die Stimmung in den Gesellschaften extrem mit. Und wir haben es bislang nicht geschafft, den Ländern und den Gesellschaften das Gefühl zu vermitteln, ihr seid so wie wir. Wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. Möchte jemand dem widersprechen oder herrscht darüber Konsens? Dann würde ich es nämlich gerne tun. Aber ja. Well, you know, there is a set of policy. Okay, es gibt politische Empfehlungen, über die wurde diskutiert, ein paar Blöcke weiter. Bei einer Konkurrenzveranstaltung heute Abend, aber hier die unsere ist besser. Da treffen sich Organisatoren mit der polnischen Seite und da werden auch die Empfehlungen vorgestellt. Was könnten die Beiträge sein? Polen, ganz Mitteleuropa.
dass ein potenzielles Europa der Nationen und die europäische Reform. Ich habe so ein bisschen das überflogen, was da so stand, und mein kleines Feedback war, Sie sind dort in der Stimmung, Dinge vorzuschlagen, über die man diskutieren soll. Das kann man ernst nehmen durchaus, aber zugleich muss man auch verlangen, es steht immer, Jörg, nach dem, was du gesagt hast, ein Komma nach jedem Satz, ein Punkt. Es gibt, also die Leute in Mitteleuropa nehmen sich auch selbst ernst mit dem, was sie sagen. Die Politiker in der Gesellschaft, es gibt immer eine historische Abhängigkeit, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Da gab es eine Zeit, da waren Worte nicht so wichtig. Denn sie wurden nicht wirklich dafür zur Rechenschaft gezogen, was sie gesagt haben. Wenn nun Politiker sagen, gerade von Herrn Orban kennen wir das, wenn er nach Brüssel geht, etwas sagt, dann zurückgeht in seinem Land und plötzlich etwas ganz anderes behauptet, das muss man dann durchaus nachverfolgen und muss das klar zur Sprache bringen, dass man durchaus überall dasselbe zu sagen hat, sonst verlieren wir uns. Da so eine Leichtigkeit, dass es eben alles gar kein Gewicht hat. Und in Mitteleuropa will man das auch nicht so haben. Und ich denke, man muss das klar so verteidigen, muss das stets Hinterkopf behalten. Dazu braucht man auch ein tieferes Verständnis des Gesamtkontexts. Also Herr Orban, all diese Leute, wo sie eigentlich herkommen, gut, sie tragen Empfehlungen vor, und dann gibt es da das andere Institut. Gut, sind es wirklich ursprünglich polnische Vorschläge, die Sie da vortragen, oder ist es irgendwas, was man so dem Volk vorwirft, weil sie positive Vorschläge haben wollen von der polnischen Seite. Das muss man dann ernsthaft rückverfolgen, denn ich denke, es kann nicht sein, dass da so Vorschläge vom heiterem Himmel kommen. Es muss ernsthaft diskutiert werden, und nur wenn das so geschieht, dann werden wir zu besseren Lösungen gelangen. Ich empfehle, dass man diese Länder mit einbezieht, dass sie mit am Diskussionstisch sitzen, auch ihre Spielkarten in der Hand haben, aber sie müssen sich auch an die Regeln halten und müssen sich an das halten, was sie da dann so sagen. One very short comment. Ganz kurzer Kommentar, was jetzt hier gesagt wurde, diese doppelte Rede, was Orban in Brüssel sagt und in Ungarn. Ich denke, die Lage ist nicht mehr so. Er sagt jetzt durchaus dasselbe. Wenn er in Brüssel ist, dann spricht er nichts anderes als über Migration. Und vorher wollte er zwar zu Hause eher polarisieren, aber jetzt versucht er sowohl auf der EU-Ebene zu polarisieren, als auch zu Hause polarisieren und möchte uns spalten, pro Migration, Antimigration. Und wenn es dann geht um die ungarische Regierung, wir werden kritisiert, weil wir wollen keine Migranten annehmen. Es geht nicht um die Rechtsstaatlichkeit. Und auf der anderen Seite, ich wäre auch neugierig, einmal beobachten zu können, ob dieser Wille, die Bühne zu ergreifen, so wie das in den letzten Jahren geschehen ist, ob das weiterhin so ist. Wir werden morgen eine Debatte haben im Europäischen Parlament über Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, und dort werden Vertreter zugegen sein aus Ungarn. Ich sage nicht, das ist das Ende der Verhandlungen. Es ist sehr wichtig, diese allgemeine Behauptung, dass man stets den sagt, wenn es darum geht, soll man Orban bestrafen oder nicht. Es wurde immer gesagt, er hatte eigentlich den Willen, sich mit an den Tisch zu setzen, zu diskutieren, anders als zum Beispiel die polnische Regierung. Ganz schnell, der nach Ungarn kommt, und gerade Verletzung dieses eines Worts, diese Politik gegen illegale Migranten, gerade diesbezüglich. Man sieht dort immer Dinge, die sind inkonsistent und sehr ideologisch geführte Debatten.
stellen, aber vielleicht zu der Debatte noch ein Wort sagen, denn mein Eindruck ist, dass diese Dialogstrategie und das Verstehen der Gefühle komplett in die falsche Richtung führt. Denn diese Doppelsprache, die gibt es durchaus noch. Richtig ist, dass früher eine andere Sprache in Brüssel als in Budapest gesprochen wurde. Richtig ist aber auch, dass mit der kompletten Fokussierung auf eine Lüge, nämlich die Lüge der europäischen, des europäischen Versuchs, Migranten nach Ungarn zu schicken, jegliche Debatte über das Kernproblem, nämlich die Errichtung eines autoritären Systems, einfach abgelenkt wird. Das Gleiche haben wir in Polen auch. Es ist einfach faktisch nicht wahr, was behauptet wird. Die Migranten, die Flüchtlinge wurden im Jahr 2015, wurde Orban von Merkel gerettet. Es gibt keinen Versuch der Europäischen Union, Ungarn zu islamisieren, Massenmigration nach Europa zu organisieren. Das sind alles Lügen. Und gegen diese harte Phalanx kommt man einfach nicht an. Und die antisemitische Propaganda, die in Ungarn gegen George Soros geführt wurde, das sind Dinge, die sind einfach unvorstellbar. Und da mit Gefühlen von Nicht-Berücksichtigung und Unterlegenheit zu kommen, halte ich für den absolut falschen Weg, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass in den 10 Jahren zuvor all das gar nicht der Fall gewesen war. Die europäischen Institutionen sind ja so ausgerichtet, dass man Teil der politischen Debatte sein kann und dass man Teil der politischen Debatte war. Es gab aber überhaupt keine Vorschläge. Und wenn Orban jetzt die Taktik oder die Strategie gewechselt hat und auf komplette Blockade gestellt hat, dann liegt das daran, dass die europäischen Institutionen aufgewacht sind. Denn sie haben 10 Jahre weggeschaut, sie haben es ignoriert, sie haben versucht, mit Teilgebieten aus anderen Rechtsbereichen wie die Regelung für die Pensionierung von Richtern über das Arbeitsrecht anzugreifen. Und jetzt, wo endlich etwas geschieht, wechselt er es. Wo man jetzt eigentlich sehen kann, es war von vornherein, ging es um absolute autoritäre Macht. Und dann, wenn man das aufgibt, dann sind es doch auch Vorbilder für die anderen Staaten. Dann sind es Vorbilder für Italien, für Frankreich und so weiter. Und auch für Deutschland. Also entweder wollen Sie uns falsch verstehen oder Sie wollen hier einen Streit provozieren, der eigentlich unnötig ist. Weil ehrlich gesagt haben wir ja keiner von uns jetzt gesagt, dass man Orban sagen soll, ich verstehe dich, lieber Orban, es war eine schwierige Zeit in der Vergangenheit. Ja? So, das hat keiner von uns hier vorgeschlagen, darum ging es auch nicht, sondern wir haben klar gesagt, knallharte Sprache mit den Regierungen. Ich habe gesagt, Gelder, Vergabemacht entziehen etc., Artikel 7 Verfahren. Eine ganz andere Frage für mich ist, ob... Egal, mit wem ich in Polen rede, von welcher Gruppe auch immer, die sagen mir zu Nord Stream das Gleiche. Ja, das ist überhaupt, also da kann ich ziemlich weit reichen, bis ich jemanden finde, der das ein gutes Projekt findet und der sagt, super Deutschland, dass ihr das jetzt macht. So, und dann ist ja die Frage, ob ich das, was offensichtlich jetzt nicht nur ein Autokrateninteresse ist, überhaupt ernsthaft an meinen Tisch in Deutschland heranlasse oder nicht. Das sind für mich echt zwei Paar Schuhe. Also ich finde, diese Wahrnehmen von breiteren Diskussionen in diesen Gesellschaften ist überhaupt nicht das gleiche wie mit den Autokraten schmusen. Gibt es Fragen? Ich kann darauf sonst auch noch antworten, aber ich möchte gerne Sie zu Wort kommen lassen. Es gibt ein Saalmikrofon, das kommt. Meine Frage ist, warum kann es sich die EVP erlauben, die Orbán-Partei in ihrer Fraktion zu halten? Warum kann die CDU sich erlauben, auf EU im Europaparlament mit Orbán zusammenzuarbeiten und in Deutschland ganz klar zu sagen, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen? Die Antwort hat sie ja schon gegeben, weil die Mehrheiten einfach sonst für sie geringer sind. Also wenn wir heute alle, die eigentlich schon rausgehörten von der EVP und der SED, rausrechnen, dann hätten die Anti-Europäer und die Antiliberalen heute schon mehr als ein Drittel. So. Das muss man einfach sehen. Wenn man die zusammenzählt, dann haben wir schon heute ganz andere Mehrheitsverhältnisse. Dann brauchen wir nicht die Angst vor der nächsten Europawahl zu haben. Und das ist deren Machtkalkül. Deswegen sagen wir als Grüne ganz klar, wir wählen keinen Kommissionspräsident von Orbáns Gnaden.
Und Herr Weber, wenn er sich nicht davon verabschiedet, wäre er ein Kommissionspräsident von Orbáns Gnaden. Und auch diese sich herausstellen, Weber, ich bin jetzt der Kämpfer gegen die Populisten und so, dann sage ich, nee, nee, du hast den in deinen eigenen Reihen. So, aber das ist ja unsere Aufgabe, das herauszustellen und sie da zu treiben. Oder Nicola Bär, die anscheinend ganz gute Beziehungen hat zu Orbán etc. Aber das Machtkalkül ist dahinter ein anderes. Und ich sage mal, diese Hoffnung über Einbindung etc. Sagen, kann man den Orbán irgendwie dann vielleicht doch noch einhegen. Aber viele CDUler sehen das mittlerweile auch als gescheitert an. Also da treffe ich kaum noch einen, der die Hoffnung hat, dass Orbán noch mal zum richtig lupenreinen Demokraten wird. Ja? Also vor 5 Jahren war das noch anders, wenn man den diskutiert hat. Da war die Hoffnung wirklich bei manchen noch ehrlich, auch wenn ich sie damals schon für falsch gehalten habe. Aber sozusagen, es war die Hoffnung, der wird aus dem Land noch, das wird wieder so. Das findet man jetzt eigentlich selten. Aber diese Frage, was passiert, welche Mehrheiten, wer hat was davon, wenn dann am Ende die Antieuropäer sich noch mehr zusammentun, das ist ein Gedanke, der die immer wieder treibt. Aber unsere Aufgabe ist dann, klares rote Linie aufzuzeigen und zu sagen, zumindest dann kriegt ihr unsere Stimmen nicht. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an die Präsentation. Das ist wirklich sehr spannend. Was bei diesen Szenarien jetzt überhaupt nicht auftaucht, ist die Entwicklung der EU selber. Und man kann natürlich nicht immer alle Faktoren berücksichtigen, man muss natürlich auch Faktoren klein halten und so weiter, ist klar. Aber es ist ja nun, also ich bin selber Mitglied bei Diem25 und der Claim von Diem25 ist, wenn Europa nicht demokratisiert wird, wird es zerfallen. Also es gibt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass aus strukturellen Gründen die EU zerfallen wird. Und da hätte ich gerne vielleicht nicht gerade Antworten, aber doch vielleicht Ideen, wie Sie die Entwicklung der EU selber sehen, die Sie jetzt in dieser Szenarien immer als das EU-Projekt relativ geschlossen, sagen wir mal, ansehen als etwas, was so weitergeht und auch so weitergehen kann. If I may, just very briefly. Ganz kurz, eine Entwicklung von der Überlegung, Mitteleuropa ernst zu nehmen, das gibt man ja schon diese Gruppen von Mitgliedstaaten bei den Entscheidungen. Da sieht man das ja schon. Und wo immer mehr dann Mitgliedstaaten mit dem gerade zusammensitzen und Entscheidungen fällen in Brüssel. Das ist eine der Sachen, die sich entwickeln wird. Es sind nicht nur die Visegrad-Staaten, auch der Nordische Rat und die Benelux-Staaten und Frankreich und Deutschland, die erhöhen ihre Koordination und einige überlappen. Und das ist ganz gut, weil je mehr sie überlappen, desto besser die Koordination. Und die Komplexität und die Zahl der Entscheidungen, die zu fällen sind, da sage ich Ihnen, dass die Entscheidungen immer mehr auf der europäischen Ebene fallen. Und die müssen auf der europäischen Ebene fallen. Klimawandel und so weiter. Da braucht es immer mehr einen koordinierten Ansatz der Mitgliedstaaten. Und man muss die europäischen Regierungen akzeptieren, aber man muss auch mehr konsolidieren, koordinieren und mehr Gruppen bilden. Und das guckt man sich aus unterschiedlichen Perspektiven an und auch von unterschiedlichen Mitgliedstaaten in der Europa und ist vielleicht als Modell betrachtet für die Zukunft. Visegrad-Gruppe ist eines. Ja, aber die anderen gibt es auch. Das ist ganz positiv, wie man alles besser koordinieren kann oder zumindest irgendwas auf die Agenda bringt. Ich werde dafür kritisiert werden, das weiß ich, aber die Grenzkontrollen, die sind ja von der Visegrad-Gruppe gefordert worden. Und da kamen ja eben auch diese Gegenreaktionen aufgrund der Proteste und diese mangelnden Solidarität.
nicht ganz so klar geworden, aber da ist schon mehr EU und Detail in den einzelnen Szenarien, als sich das vielleicht angehört hat. Denn wenn Sie im Detail die einzelnen Szenarien durchgehen, dann spielt die EU natürlich eine sehr unterschiedliche Rolle und ist in sehr unterschiedlicher Verfassung in einzelnen Szenarien. Also im ersten ist die EU, die Institutionen auch, sind im Wesentlichen relativ hilflos gegenüber dieser Ausbreitung dieses illiberalen Politikmodells. Und da kann man dann weiterdenken, was das bedeutet, schon ab dem Tag nach den europäischen Parlamentswahlen. Das ist genau die vorhergehende Frage gewesen, was passiert eigentlich, wenn sich dieser Block der Euroskeptiker, der Illiberalen weiter konsolidiert. Dann sind wir ganz schnell bei einer kompletten Selbstblockade der EU und seiner politischen Institutionen. Im zweiten Szenario ist die EU ganz anders dargestellt. Da ist es eine EU, die sich eben aus dem Krisenmodus herauszieht, die es schafft, auch wieder effektiver zu gestalten und ein anderes Selbstbewusstsein und Zukunft quasi auszustrahlen. Ne? Vieles von dem, was in den letzten 10 Jahren insbesondere verloren gegangen ist. Und so kann man jedes einzelne der Szenarien durchgehen. Da stellt sich die EU schon in ganz unterschiedlicher Verfassung da. Aber es ist schon richtig, wir haben das reduziert, weil so eine Übung natürlich sehr viele Faktoren, Trends, Stimmungen einbeziehen kann, aber nicht alles. Es sind Szenarien, die zum Beispiel vergleichsweise schwach auf der wirtschaftlichen Ebene sind. Ne? Es stellt sich ein ganzer Bereich von Fragen, wenn es um wirtschaftliche, technologische Entwicklungen geht, die relativ unterbelichtet sind. Es sind schon Szenarien, die sehr auf politische Dynamiken abstellen und viele andere draußen gelassen haben. Es gab 2 Fragen hier vorne links. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne mal, nachdem wir so lange über EU und Illiberalität und speziell Ungarn und Orbán gesprochen haben, den Akzent auf den zweiten Teil der Einladung richten, wo so schön steht, und das hat mich auch sehr interessiert angelockt. Die geostrategische Lage Europa ist angesichts der aggressiven Haltung Russlands, dem Ausscheiden Großbritanniens und dem strategischen Desorientierung der USA mehr als prekär. Dazu kommt China. Kann ich nur zustimmend nicken und sagen, Nagel auf den Kopf getroffen. Und das bringt uns dann auch ein bisschen mehr in die Richtung, was heißt denn das im Bereich jetzt dieser osteuropäischen, zentraleuropäischen Visegrad-Nation mit Blick auf die NATO. Wir haben doch ein Interesse daran, dass die an diesen beiden zentralen multilateralen Einrichtungen, in denen wir uns ja selber auch fest eingebunden haben, ihr hohes Interesse behalten. Und jetzt meine Frage, und das sind ein paar sehr schwierige Fragen, Frau Brandner, gerade in Richtung der Grünen. Wir haben in der NATO sehr weitgehende Zusagen gemacht im Rahmen der Gipfel von Wales, Responsiveness erhöht und Warschau, gestärktes Abschreckungs- und Bündnisverteidigungsdispositiv wiederherzustellen. Und die Osteuropäer sehen uns natürlich als das Rückgrat der kollektiven Bündnisverteidigung, was wir historisch ja mal waren, als es um unsere Existenz ging bis 1990. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich pensionierter Brigadegeneral bin. Mein Name ist Meier zum Felde. Ich arbeite jetzt für das Institut für Sicherheitspolitik Kiel und betreibe das hiesige Hauptstadtbüro. Und ich war in meiner letzten Verwendung 4 Jahre bei der NATO, in der deutschen NATO-Delegation und deutscher Sprecher im Ausschuss für Verteidigungspolitik und Planung. Ich kenne also sehr genau die Erwartungen der Polen vor allen Dingen. Über die Balten reden wir jetzt hier nicht, weil sind aber im selben Camp. Und eben auch der meistens auf der gleichen Linie sich äußernden Tschechen, Slowaken und Ungarn. Und alle 4 nebenbei sind sehr interessiert an Zusammenarbeit mit Deutschland im Rahmen unserer Rahmennation-Konzeptinitiative. Das heißt, die wollen sich an uns anlehnen. Meine Frage ist jetzt, was sollen die eigentlich von Deutschland halten, wenn wir in der sicherheitspolitischen öffentlichen Debatte ein Ergebnis haben, dass 50% der deutschen Bevölkerung sagt, Verteidigung der Osteuropäer, doch nicht unser Ding. Wieso sollen wir in der NATO 2% vom BIP ausgeben? Müssen wir das alles machen? Ist Russland eine potenzielle Bedrohung?
weil wir in der deutschen Öffentlichkeit all die Dinge, die wir in der NATO mit unterschrieben und selbst mit führend entwickelt haben, ganz vorneweg entwickelt haben, in Berlin nicht rüberkriegen in der Öffentlichkeitsarbeit, weil es nicht kommuniziert wird angemessen. So, und da ich davon ausgehe, dass die Grünen früher oder später, vielleicht in einer schwarz-grünen Koalition, in der Verantwortung stehen, ist meine Frage, was tun wir denn aus Ihrer Sicht, Frau Brandner, sollten wir tun, um unsere Glaubwürdigkeit als Verbündeter zu bewahren und all die Versprechen, die wir im Rahmen Bündnisverteidigung und Reassurance der Mittelosteuropäer gegeben haben, mehrfach, höchste Ebene induziert, auf 3 Gipfeln, dass wir die auch wirklich einlösen im Rahmen der Implementierung. Und wo stehen da die Grünen? Ich weiß, wo die SPD steht. Ich würde gerne mal wissen, wo stehen die Grünen? Gehen die ernsthafter daran, diesen Beitrag wirklich zu liefern und damit die Osteuropäer an uns zu binden, damit eine schlimmere Entwicklung nicht eintritt? Die Frage ging direkt an Sie. Ja, also eigentlich sind unsere Antworten darauf auch öffentlich. Also wir halten ja nichts von dem 2%-Ziel an sich, weil wir von Prozentzahlen in dem Sinne nichts halten. Also wir halten aber was davon, dass wir uns gemeinsam Fähigkeitslücken definieren und sie dann gemeinsam schließen und dafür auch Gelder zur Verfügung stellen. Wir sind ja die Kommission, die EU-Kommission hat es ja auch schön vorgerechnet, dass wir dann ja sogar de facto, wenn wir es gut machen und effektiv die Gelder gemeinsam einsetzen, sogar am Ende europaweit sogar weniger dafür ausgeben und mehr an Kapazitäten haben. Das ist ja auch das Ziel, was wir gemeinsam erreichen wollen. Deswegen haben wir Grünen uns zum Beispiel auch an sich für PESCO, das ist jetzt sozusagen das Fachwort dafür, aber die verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ausgesprochen, schauen aber auf jedes einzelne Projekt kritisch. Also da werden zum Beispiel Sachen gemacht, die wir sinnvoll finden mit den Lazaretten, wie man das gemeinsam verlagert, wo wir alle sagen, macht Sinn, dass das nicht jedes Land macht. Dann gibt es die Frage, wie wird die Drohne ausgestaltet, wird die bewaffnet oder nicht? Dann fangen wir an, kritischer drauf zu schauen. So, das ist unsere grüne Haltung, dass wir da eben nicht per se sagen, wir sind da dagegen und machen auf gar keinen Fall mit, sondern wir sagen, es muss schon Sinn machen. Ich sage mal, Griechenland hat die 2% erreicht, aber ist hauptsächlich durch hohe Pensionen sozusagen in der Armee. So, das ist für uns nicht der Ausdruck des effektivsten Ausgabe von Geldern. So, der zweite Punkt ist die Frage, die Sie auch angesprochen haben, die ich glaube für Osteuropa mindestens genauso wichtig ist, die Frage der Präsenz im Rahmen von NATO. Das ist, glaube ich, etwas, wozu wir auch stehen. Da haben wir Grüne immer gesagt, das ist für uns sozusagen im Rahmen dessen, was da auch dazugehört als NATO-Mitglied etc. Und dann kommen die schwierigeren Fragen, wenn es jetzt zum Beispiel um INF etc. geht. Das, glaube ich, wird wirklich nochmal komplizierter. Da glaube ich, müssen wir auch gucken, was dann die Rolle von China ist. So, geht es eigentlich um Russland? Ist das überhaupt, also sozusagen, müssen wir das dann, ist das überhaupt noch die richtige, der kalte Krieg-Szenarien, sind es überhaupt noch die richtigen? Müssen wir heute nicht eigentlich das Ganze komplett anders denken? Und dann, glaube ich, wird es nochmal auch interessanter in der Diskussion, was vielleicht europäische Antworten darauf sein können. Aber von daher, die Antworten von uns sind da immer entlang des Konkreten und nicht des Abstrakten, aber mit der Solidarität sind wir da. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin selber von mir aus angesprochen, dass das für uns auch ein wichtiges Thema ist, das wahrzunehmen, das Sicherheitsbedürfnis. So, und das ist manchmal, mich nervt es zum Beispiel immer, weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich deutsche Politiker höre, ich sage jetzt keine Namen, die dann von unserem Nachbar Russland sprechen. Sage ich immer, nee, Nachbar ist es nicht, Partner, wie auch immer. Es ist ein Nachbar von anderen Ländern, die unsere Nachbarn sind. Ja? Aber das sind schon manchmal so die semantischen Unterscheidungen, die doch relevant sind, weil sie widerspiegeln, dass man dann gerne vergisst, dass Länder dazwischen noch liegen. Bevor ich an die Dame hinter Ihnen weitergebe, würde ich gerne eine Sache noch zu dem sagen. Als deutscher Bürger mit Wahlrecht sehe ich es auch als Aufgabe, eine innerdeutsche Debatte zu führen. Aber als Beobachter der Staaten in Ostmitteleuropa muss man in dieser Frage auch sehen, ja, die sicherheitspolitischen Eliten argumentieren noch so, aber die gesamte gesellschaftspolitische Richtung, die Parteien an der Macht, gehen in eine andere Richtung. Sie sind nämlich von ihrer ideologischen Ausrichtung und von ihrer gesellschaftspolitischen Ordnung, die sie aufgebaut haben, ganz, ganz nah an Russland dran. Und das wollen sie nicht sehen. Die Kräfte, die genauso denken wie sie, wie das Regime in Ungarn, wie die Peace in Polen, das sind
Sie sitzen in Moskau an der Macht und es ist in Deutschland die AfD. Und wenn man ihnen sagt, und das habe ich getan, unmittelbar im Kontakt, eure Freunde, das sind die Grünen, eure Freunde, das ist die Regierung Merkel, eure Freunde, das ist die SPD und eure Feinde, das ist die AfD, aber ihr argumentiert wie sie und eure angeblichen Feinde, das ist Russland und auf Amerika könnt ihr euch nicht mehr verlassen, dann sagen sie, Trump wird uns schon helfen und reduzieren die Frage, die sicherheitspolitische Frage auf die Migrationsfrage. Es geht gar nicht mehr um militärische Sicherheit, sondern es geht um die nationale Sicherheit, die durch Flüchtlinge bedroht ist, die von der Regierung Merkel und Macron und der ganzen Europäischen Union nach Polen und Ungarn angesiedelt werden sollen. Das ist die sicherheitspolitische Frage, die von diesen Leuten diskutiert wird. Und das ist das eigentliche Problem. Und das fangen wir auch nicht ein, indem wir 10, 20, 50 Truppenteile ins Baltikum verlegen, weil diese Fragen vermischt werden. Hinter Ihnen war noch eine Frage. Vielen herzlichen Dank für die sehr spannende Diskussion. Ich hätte zwei kurze Fragen. Die erste Frage ist, wie stabil oder wie brüchig ist eigentlich die Visegrader Gruppe? Wir haben schon ziemlich vieles gehört über Gemeinsamkeiten, aber wir wissen auch sowohl historisch als auch politisch als auch ökonomisch über die Unterschiede. So, daher wäre für mich die Frage schon wichtig, ob 2025 wir noch diese Formation von der Visegrader Staaten haben werden oder halt eine ganz andere Formation auch in diesem geopolitischen Region entsteht. Die zweite Frage, wir haben immer wieder China erwähnt. Ungarn ist schon Teil dieser Seidenstraße-Projekt, was schon ziemlich besorgniserregend ist. Die Frage wäre, was wissen Sie über die Rolle oder zukünftige Rolle oder welche Rolle sieht für sich China in der Region? Vielen herzlichen Dank. Wojciech. Well, excellent question. You know what? Ausgezeichnete Frage. Die Visegrad-Gruppe kam mit diesem Thema auf. Migration, dazu braucht man eine koordinierte Position, weil sie eben sich zu keinem anderen Punkt einig waren. Das ist eine Tatsache. Das war damals, da gab es erst eine Nachforschung mit verschiedenen Gruppen, da waren noch mehr Gruppen mit einzubeziehen. Man hat nach einem gemeinsamen Nenner gesucht und Ungarn hat dann die Debatte beherrscht. Die haben da dann die Initiative vorangetrieben. Visegrad-Gruppe ist noch mehr, also ich spreche aus der polnischen Perspektive. Vielleicht ist meine ungarische Kollegin nicht einverstanden. Es ist ein geopolitisches Projekt. Es ist ganz einfach gesagt, wenn man sich ein Satellitbild vornimmt von Google Map, wenn man sich von oben anschaut, man sieht die meiste Konnektivität, historische Karten, das ist immer Ost nach Westen hin. Und das bedeutet zwei Dinge, also wirtschaftlicher Wohlstand, Stabilität. Das hat damit zu tun. Wir haben diese Berge letztlich dazwischen. Das hindert uns davon ab, uns gegenseitig zu bekämpfen. Aber der andere Aspekt ist dann die Verbindung zwischen Nord-Süden. Die ist nicht so stark ausgeprägt, wie sie es sein sollte, so wie eben auch in der EU. Sie haben von dem neuen Format gehört. 3C Deutschland hat sich dem kürzlich angeschlossen als Beobachter, also als Beobachter mit Verpflichtung. Das ist der richtige Schritt, eben auch, um sich dort in dem EU-Prozess einzubringen. Man muss diese separatistischen Ideen beiseite lassen. Man muss das sich anschauen. Ursprünglich, wenn man zur EU gehört, da muss man das volle Potenzial haben, das ausschöpfen können, dass man da moralisch sich unter Gleichgestellten bewegt. Und ich denke, die Visegrad-Gruppe hat volles Potenzial noch nicht erschöpft und gar beim Europäischen Rat, wenn man sich das anschaut zur Wahl, es gibt kann das, wo die bestimmten Punkte, zu denen gestimmt wird, da gibt es mehr Diskrepanz
Diskrepanzen als in der Vergangenheit, wenn es um die EU geht. Aber es gibt dennoch Koordination, es gibt Kooperation innerhalb der Zivilgesellschaft. Es gibt Fragen, da sind wir noch voneinander weit entfernt mit unseren Meinungen, zum Beispiel in Bezug auf China. Da gibt es welche, die wollen individuell sich das rauspicken, haben einen Plan, ich weiß nicht genau, was für einen Plan, und ja, sie nehmen sich da bestimmte Schritte vor. Ich denke, dass die Gruppe eher sehr brüchig ist und sich im Wesentlichen in den letzten Jahren ja um diese eine Frage Flüchtlinge gruppiert hat. Und gleichzeitig denke ich, dass wir sehr viel stärker solche Gruppierungen, das ist auch in dem Bericht als Empfehlung drin, fördern sollten. Solche Regionalgruppierungen wie die Visegrad-Gruppe heißt ja auch, dass untereinander diese sehr unterschiedlichen Länder aushandeln müssen. Und ich denke, dass wir sehr viel mehr solche Gruppierungen fördern sollten. In der Vergangenheit, glaube ich, war es viel zu sehr so, dass die Europäische Union sehr systematisch gesagt hat, wir verhandeln nur bilateral. Es ist zwar die Visegrad-Gruppe schon in den 90er Jahren entstanden, auch in Vorbereitung der Osterweiterung, aber diese gemeinsame Verhandlung gegenüber zum Beispiel Brüssel hat halt nie so richtig funktioniert. Insofern, es gibt auch Gründe, warum diese Gruppierungen zum Beispiel Visegrad so schwach sind, wie sie sind. Und ich halte es für absolut richtig, dass die Bundesregierung dieser Drei-Meere-Initiative, die es gibt, dann doch mehr Aufmerksamkeit schenkt, als das am Anfang war, als das im Wesentlichen so ein bisschen als polnisches Führungsprojekt in der Region belächelt wurde. Was China angeht, ich denke, genauso wie hier ändert sich auch in der Region langsam die Sicht auf China. Lange Zeit war das im Wesentlichen ein ganz großer Partner, den man an Bord haben wollte. Ne, da standen sehr, sehr viele Hoffnungen und potenzielle Möglichkeiten dahinter. Das ist bei uns hier nicht anders. Mittlerweile gibt es, glaube ich, schon eine kritischere Sicht auf das Land. Das beste Beispiel dieser Tage ist Tschechien, was sich im Grunde in einem Streit mit China befindet über die Telekommunikationstechnik, die von dieser Firma Huawei benutzt werden sollte, wo die Regierung gesagt hat, nein, das ist ein Sicherheitsrisiko für uns. Ich denke, auch da wandelt sich die Sicht. Bislang gibt es da einzelne Beispiele, aber ich denke, dass mittlerweile da auch sehr viel differenzierter drauf geschaut wird. Zu China ganz kurz, weil ich finde es gerade interessant, weil auch dort kommen ja die Bitten um Solidarität. Huawei ist ja Kanada und Tschechien gerade Fall und Deutschland überlegt sich ja gerade, an dieses alles zu verkaufen. So. Und natürlich ist da die Frage, oder die Lizenzen zu vergeben, aber so. Und die Frage ist ja jetzt, sind wir eigentlich solidarisch mit unseren westlichen Partnern? Also ist jetzt nicht nur eine EU-Frage oder sind wir das nicht? Das ist sehr spannend. Ich finde es eine hochpolitische Frage. Und das, daran wird sich viel zeigen, wo wir uns da positionieren. Solidarität, bis jetzt gibt es da nicht so viel, sondern eher sagen wir noch Überlegungen in die andere Richtung. Und man muss natürlich auch sehen, dass die EU selber, oder präziser gesagt die Eurozone, durch die Troika-Politik sehr viel dazu beigetragen hat, dass China viel mehr Einfluss heute hat. Ich meine, wir haben die Griechen, alle die Portugiesen gezwungen, ihre Hafen zu privatisieren. Es gibt heute in Südeuropa keinen einzigen Hafen mehr, wo China nicht beteiligt ist. Ja? Geschweige denn die komplett in chinesischer Hand sind. Ob das geostrategisch klug war, darüber werden wir wahrscheinlich noch lange zu diskutieren haben. Aber es war eine gewollte Politik der Privatisierung. Und die einzigen, die wirklich genügend Cash hatten zum Investieren, waren halt die Chinesen. So, das hat zwar vielleicht die Haushalte mal kurz aufgefüllt gehabt, aber die langfristigen Kosten werden wir noch zu spüren haben. So. Und das sind die Debatten, die wir auch offener führen müssen. Und die können wir echt, finde ich, gut gemeinsam führen. Also ich glaube, es findet eben in allen Ländern momentan durchaus einen Wandlungsprozess statt und ich finde in Deutschland noch am langsamsten. Da ich keine
keine weiteren Fragen sehe und wir durchaus noch bei einem Buffet, das die Heinrich-Böll-Stiftung und mit den Partnern im Erdgeschoss aufgebaut hat, weiter diskutieren können, will ich dann die Runde auch schließen. Ich glaube, wir können gemeinsam feststellen, dass wir Konsens darüber hergestellt haben, dass die vier Staaten nicht über einen Kamm geschoren werden dürfen, dass der konsolidierte Autoritarismus in Ungarn nicht zu vergleichen oder gleichzusetzen ist mit der Situation in Polen, wo es sehr starke oppositionelle Kräfte, eine Zivilgesellschaft, die noch lebendig ist, die Opposition durch die Regionen gibt, dass Tschechien und die Slowakei noch in einer ganz anderen Lage sind, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem gesellschaftspolitischen Projekt, dem illiberalen, der autoritären Ordnung, den außenpolitischen Vorstellungen und den sicherheitspolitischen Vorstellungen, dass es durchaus sich beißen kann und dass aus diesen Gründen auch die Länder untereinander nicht als Block auftreten können und wir sie ebenso als Block nicht wahrnehmen dürfen und in eine ost-mittel- oder osteuropäische Ecke stecken dürfen, denn was wir nicht diskutiert haben, ist die Frage, warum sind diese Bewegungen und diese Kräfte nur etwas stärker in diesen Ländern als in Italien, Frankreich oder auch Deutschland, wo sie als Grundströmung ja genauso auch vorhanden sind. Herzlichen Dank, vielleicht gemeinsam weiter nach unten. Und wenn Sie noch lesen möchten zu mindestens Polen und Ungarn, dann empfehle ich Ihnen den Osteuropa-Band, den Sie draußen auch erwerben können, sowie andere Osteuropa-Bänder, in denen es dann auch um die Slowakei und Tschechien geht. Herzlichen Dank.